Hallo, damit herzlich willkommen zur allerersten Folge hier im Drum-Simulator von den Entwicklern von VueApp. Ihr erinnert euch, auf der Aerosoft Next Sim oder auf den Aerosoft Next Sim Event habe ich ein kleines Interview mit den Entwicklern geführt. Und ja, der Drum-Simulator, der von VueApp kommt, den kennt ihr oder die kennt ihr vielleicht von den Lotus-Spielen. Da haben die ein paar Add-ons oder ein Add-on, wenn mich nicht alles täuscht, gebaut, haben jetzt ein eigenständiges Spiel mit Aerosoft gemacht, und zwar den Drum-Simulator in Wien. Ja, das soll eine, wie soll man sagen, so eine Mischung, sage ich mir immer wieder, aus realistischer und aber auch vereinheitlicher, also vereinfachter, Drum, also Straßenbahn-Simulation werden, die im Originalnachbau der Stadt Wien stattfindet. Ihr habt ja schon aus den Demo-Sequenzen aus dem Aerosoft Next Sim Event diese Position hier gesehen, und ich darf euch heute begleiten, ja, von der Haltestelle hier, vom Ferdinand, wie spreche ich es eh falsch aus, ne? Ne, vom Fabian Fattdinger Platz, ja, zur Paulanergasse. Ja, da geht es heute dementsprechend mit hin. Und bevor wir losstarten, möchte ich euch aber hier erstmal ein bisschen was zeigen. Beziehungsweise, wie immer, Disclaimer: Ich zeige euch das Ganze hier vorab. Das heißt, im Umkehrschluss, es gibt noch ein paar kleinere Fehlerchen. Unter anderem, wir haben aktuell noch nicht so viel KI-Verkehr. Es können noch kleinere Bugs entstehen, dass die Menschen, also die KI-Leute, ein bisschen schweben oder festhängen bleiben. Das wird in der Release-Version dann dementsprechend nicht mehr der Fall sein. Der Release ist noch dieses Jahr. Es dauert auch gar nicht mehr allzu lange, deswegen haltet da mal die Augen und die Ohren offen. So, also, das ist hier unsere Straßenbahn, die wir dementsprechend hier fahren. Und man muss wirklich sagen, ein wunderschöner Simulator. Denn wir können eigentlich alles, was man sonst so kennt in der Straßenbahn. Ich bin jetzt noch nicht so oft gefahren, aber alles, was ihr so kennt, könnt ihr hier dementsprechend auch bedienen. Ihr seht, wir können hier sämtliche Knöpfe drücken, wir können hier sogar einen Haltewunsch drücken. Ne, also das ist an sich alles möglich. Gut, gerade eben nicht, weil ich die Freigabe drin habe. Aber wir können uns hier drin rumbewegen, uns das Ganze anschauen. Ja. Ne, wir können jede einzelne Tür öffnen, wenn wir das wollen. Ne, diese geht auch automatisch wieder zu mit diesem wunderschönen Gepiepe hier. Ja, geht dann automatisch nach einer Zeit wieder zu. Man könnte aber auch beispielsweise, wenn ich das Ding jetzt hier aufmache, ja, und dann gehen wir einmal hier zwischendrin, ne, zack, hört es dann dementsprechend auf. Oder wenn das Ding jetzt zugeht und ich will doch noch raushuschen, zack, erkennt er das, ne, stoppt das Ganze wieder und so weiter und so fort. Ne, also alles ist möglich in dem Falle. Das ist schon mal sehr schön. Ja, was den Detailgrad hier angeht, gehen wir mal vorne mit ins Cockpit mit rein, beziehungsweise halt in die Fahrerkabine, nenne ich es einfach mal. Auch texturentechnisch muss man wirklich sagen, das passt. Ne? Wir haben hier digitale Anzeige, wo gerade was gerade Phase ist, ein paar der Hauptallee sind wir, ne, beziehungsweise doch, da fahren wir hin, so rum. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrpersonal sprechen, klassischer Fall. So, wir steigen mal ein, hier ist unser Cockpit. Ihr seht hier, wir haben hier die Steuerung für die Glocke, Tür 1, Freigabe, Freigabe löschen, alle Türen öffnen, alle Türen schließen. Hier vorne haben wir Warnblinker, dann haben wir hier Reifenschlupf, wenn mich nicht alles täuscht, Fernlicht. Wir können hier einstellen, mit welcher Geschwindigkeit Vorwahl wir anfahren. Wir haben den Federspeicher. Wir haben Notaus, wir haben Stromabnehmer hoch, Stromabnehmer runter. Wir können das Kabinenlicht einschalten, ausschalten, wie wir das Ganze halt haben wollen. Wir haben hier vorne unsere Anzeige über die Geschwindigkeit, ne? Genauso wie hier Statusanzeigen mit dabei. Wir haben Kameras, um uns das Ganze anzuschauen. Wir haben hier einen Übersichtsmonitor. Ihr seht, 11.10. Der ist heute, 16.02. Das haut nämlich soweit auch hin. Ne? Wird immer die originale Uhrzeit hier genommen. Ich bin momentan im freien Spiel. Ne? Also sprich, wir haben keinen Fahrplan, keinen Druck oder sonst was. Ne? Wir haben hier Gas, Bremse, schieß mich tot. Ne? Hier noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, genauso wie hier, dass man hier das alles auch noch mit bewegen kann. Also man kann fast alle Knöpfe mit bedienen, und wenn man das halt so haben will, das ist alles hier kein Problem. Ich lasse das alles mal in der Standardeinstellung. Wir haben Blinker links, Blinker rechts, ne? Beziehungsweise jetzt halt genau andersrum gewesen, ne? Aber ihr seht, das funktioniert soweit auch alles. So, ich würde sagen, wir löschen hier den ganzen Spaß und geben einfach mal Gas, weil die erste Haltestelle ist ja dementsprechend hier vorne schon. Na, und dann werden wir die Leute mal einsteigen lassen.
Denn ich bin ein guter Tramfahrer, würde ich behaupten. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so ein übelster Profi bin, aber es geht schon, ne? So, ne? Servus, einsteigen bitte. Ne, Krisi. Wir können auch einmal hier aufstehen. Ne? Dann sieht man jetzt auch, die Leute steigen ein. Die Türen gehen in dem Falle zu. Servus. Ne, manche stehen, manche sitzen. Ne, das ist alles hier kein Problem. Ne, ich hoffe, die haben alle ein Ticket. Ne, Servus. Ne, und so weiter und so fort. Ne, also, man sieht das hier. Schöne Latzhose, gute Frau. Gefällt mir. So, na, das sieht ein bisschen aus wie, okay. Hallo, Servus, Servus. Ne, und ihr seht das im Endeffekt schon. Das zieht sich dann dementsprechend bis hier hinten mit hin. Jetzt sind alle eingestiegen. Jetzt können wir dementsprechend Gas geben. Sprich, wir löschen erstmal hier wieder. Zack. Und gehen hier in Leerlauf. Und geben Gas bis zur nächsten Haltestelle. Wir haben sogar Ansagen, die kommen natürlich jetzt gleich. Klassischer Fall. Wir sollten nicht mehr als 50 km/h fahren. Das ist soweit auch noch ganz klar. Ne, weil noch sind wir ja in der Stadt. Wintenstraße. Genau, die Wintenstraße. Das ist dann dementsprechend hier unser nächster Ort. Ich habe noch so ein bisschen meine Probleme mit den Signalen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn momentan in der Vorabversion bzw. Preview-Version hier ist das noch nicht allzu dramatisch, sag ich mal. Ne? Aber im späteren Verlauf wird das ein bisschen dramatischer werden, weil gerade wenn hier Fahrzeuge und Co. hier rumfahren, sollte man schon, wie sagt man so schön, auf die Signale achten. Nicht, dass man irgendwo hier mit reinfährt. Das wollen wir ja auch nicht. So. Warnblinker aus, Blinker nach rechts setzen, einfach mal die Glocke ertönen und einfach mal Gas geben hier. So, weil hier geht es jetzt nämlich dementsprechend rechts rum, diese ganzen Blink-Blink, die hier sind, ne, das ist nämlich alles teilweise für die Straßenbahn hier gemacht. Aber da habe ich noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, ich versuche es aber, sagen wir mal, so ordentlich wie möglich zu halten. Ob es mir gelingt, ich kann es euch nicht versprechen. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ja. Durchaus eine Möglichkeit. So, fahren wir hier langsam ran. Ja, halten hier vorne schön an. Man darf auch nicht so stark bremsen, weil ansonsten kommt man mal ganz schnell in die Notbremsung rein. Das wollen wir ja nicht, ne? Servus. So, läuft das? Das läuft. Ja, es piept, es zischt alles. Machen wir hier schon mal die Freigabe wieder löschen zu. So, es ist natürlich wieder eine Tür. Wo hängt's denn hier hinten? Mal ein bisschen hin, Mare. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, wunderbar. Warnblinker raus. Mal kurz ertönen lassen. Und dann gehen wir weiter Gas. Hier am Storebox vorbei. Schönes Logo. Muss man ja mal auch lobend erwähnen. Und das ist vorne sehr wohl schon unsere Kollegen. Oh, wir sind zu schnell. Umsteigen zu 7A. Genau. Grüße. Ja, immer schön grüßen. So, da haben wir hier auch dementsprechend schon die nächste Haltestelle wieder. Machen wir sicherheitshalber einen Warnblinker rein. Fahren ein bisschen weiter vor. Halt nicht so weit vorfahren, bitte. Dankeschön. Freigaben erteilen. Und dann mal bitte ein- und aussteigen, wenn ich bin dürfte. Ja, sehr schön. So. Ja, sieht sogar ganz gut aus hier. Das läuft alles. Man kann das, wie gesagt, hier auf dem Monitor sehen. Aktuell sind noch zwei Türen offen. Mach schon mal die Freigabe raus hier. So. Na. Freundlich. Wir haben sogar gerade grün. Mensch, es könnte doch nicht besser laufen. Gehen wir weiter. Da geht es dann gleich hier zur nächsten Haltestelle mit rum. Und ich habe die komplette Strecke schon mal gefahren. Ich kann euch nur momentan einen Teil zeigen. Aber ihr seid gut unterwegs. Nöllgasse. Umsteigen zu 6. In Richtung Geiereckstraße. Also so eine Stunde und eine halbe, je nachdem wie man fährt, sollte man vielleicht noch dazu sagen, ist man auf jeden Fall beschäftigt, um erstmal eine Route hier, also eine Richtung in dem Falle, mit zu schaffen. Ja. Und hier haben wir zum Beispiel auch diese Signale. Ich gehe jetzt momentan davon aus, A ist Achtung, ne? Und die drei Punkte, zwei Punkte geradeaus. Ich darf jetzt theoretisch losfahren, wenn denn die Herrschaften mal eingestiegen wären. Die sind alle eingestiegen, wunderbar. Dann gehen wir mal Gas, solange wir noch grün haben.
Ja, solange wir hier noch grün haben, nutzen wir das natürlich auch. Ja, und jetzt geht's in den Untergrund. Ja, denn da können wir ja dementsprechend auch lang fahren. Matzleinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6, 18. In Richtung Burggasse, Stadthalle 62. In Richtung Leitz, 14a. Lokalbahn nach Baden, S-Bahn. Huch, das war gerade die Notbremsung, das wollte ich nicht. Ja. Das war nochmal die Notbremsung. Das wollte ich natürlich nicht einreichen, ne? Sorry. Aber wie gesagt, da muss man beim Bremsen ein bisschen, ja, Feingefühl, sage ich mal, muss man da mitbringen. Ansonsten ist man nämlich ganz schnell auch in der Notbremsung drin. Ich kann euch das kurz zeigen. Ne? Das ist noch Bremsen, das ist noch Bremsen, das ist schon Notbremse. Ne? Also da geht es dann richtig rein. Das hat natürlich auch nicht viel mit dem Vollgaskomfort zu tun. Da sollte man dementsprechend ein bisschen aufpassen, ne, dass man da nie reinkommt. Mir ist es jetzt passiert, aber es wäre ja auch sonst langweilig gewesen, wenn es nicht passieren würde. So, gehen wir weiter Gas. Entschuldigung hier hinten, kann ja mal passieren, ich bin neu. So. Dann nehmen wir mal weiter hier. Vielleicht dementsprechend hier schon die nächste Station. Aber man muss wirklich sagen, die Züge bremsen recht ordentlich. Also selbst mit der einfachsten Bremsgeschwindigkeit hier, ihr seht, das geht relativ schnell vonstatten. Ne? Also da kann man nichts dagegen sagen. Aber daran muss man sich dementsprechend auch erstmal gewöhnen. Ne? Das ist so eine Sache. So, schön, dass ihr mitgefahren sind. Viel Spaß in Wien, ne? Guten Hunger. Wenn man schon mal in Wien ist, sollte man ja mal einen Schnitzel kaufen, ne? Klasse Fall. So, dann warten wir mal, dass die ganzen Bretter hier zu sind. Aber an Sven hängt es natürlich wieder. Oder steigt keiner mehr einen aus. Sehr gut. Dann können wir doch direkt weiter. Dann machen wir noch ein bisschen was vor hier. Klebergasse. Dann gehen wir mal Gas zur Laurenzgasse. Wenn das ein bisschen zu laut ist, verzeiht mir, die Soundeinstellung funktioniert momentan auch noch nicht richtig, deswegen kann ich das leider nur global hoch und runter nehmen. Und ich denke mal, es ist okay so. Ja, deswegen. Aber die Probleme werdet ihr dann nicht mehr haben. Das ist halt nur. Ich bin über den Haltestreifen gefahren. Das wollte ich nicht. Sorry. Sorry. Ich denke immer, ich habe immer einen Riesenzug. Aber habe ich am Ende des Tages gar nicht. Aber sie können ja hinten alle einsteigen. Wieso habe ich vorne wenigstens keine Probleme? So blockieren sie mir die ganzen Türen wenigstens nicht. Ne? Hat auch seinen Vorteil. Sage ich mir immer wieder. Da machen wir die Freigabe mal hier zu. So. Ne, eine Tür ist es natürlich wieder. Irgendwo hier hinten. Die ist noch nicht ganz zu. Aber wenigstens. Jetzt, wunderbar. Löschen und Gas geben. Also das ist manchmal sind das auch, aber das ist so, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber das ist so typisch. Manchmal bleibt ihr einfach in der Nähe von der Tür stehen. So, und dann geht die Türe natürlich nicht zu, ne? Absolut nervig. So, geht's einmal hier nach oben. Und man muss wirklich, was ich auch noch loben muss, aktuell, ist die Performance. Die Performance ist mal extrem geil. Also, ich spiele immer noch mit meinem alten System. Ich habe eine 89 Ti. Spielt hier momentan alles auf hoch. Eine 2060 Super wird empfohlen. Ne? Und es läuft 1A. Ihr habt gesehen, wo wir jetzt gerade aus dem Untergrund wieder nach oben sind. Da gab es leichte Ruckler. Aber das ist halt nichts im Vergleich. Also wirklich nichts im Vergleich zu jetzt beispielsweise OMSI. Ne? Also was da an FPS, ihr seht, das ist hier kugelweich. Ja? Also es ist wirklich all glatt ist das Ganze hier.
Also da hab ich mich selber überrascht. Das, also beziehungsweise es hat mich überrascht, sagen wir es mal eher so. Ne? Also das hätte ich echt nicht erwartet. Was denn jetzt hier? Freigabe löschen. Let's go. Wir haben noch Hammer grün. Ja? Ich habe nämlich ein bisschen die Signale studiert. So, Servus. Ja. Oh, oh ja, über Gelb kommen wir noch. Ich glaube, jetzt bin ich gerade über Rot. Das war nicht so gut, aber besser als nichts. Machen wir mal hier ein bisschen langsamer, denn ich glaube, hier müssen wir jetzt dementsprechend aufwarten. Ja, ja, weil wir haben hier die drei Punkte nach rechts. Ja, und das heißt natürlich auch, wenn die Autos warten, dann warten wir dementsprechend auch. Ja. Da warten wir einfach mal, würde ich sagen. Ah ja, Spiegel funktionieren momentan auch noch nicht. Ne? Das wird dann natürlich bei euch dementsprechend auch funktionieren. Keine Angst. So, jetzt haben wir grün, jetzt können wir fahren. Sehr schön. Was wir jetzt auch immer gewartet haben, um ehrlich zu sein. Gut, vielleicht war eine Fußgängerampel. Da sollte man natürlich nicht drüber fahren. Ja. Ja, hier vorne haben wir Überweg, aber auch da alles Schnicke. Haben wir Warnblinker an hier. Und da warten auch schon hier die nächsten auf uns. So, sehr schön. Aber bitte alle einsteigen. Jetzt geht heute noch. Ja, alle Türen haben sie aufgemacht, ne? Das wird jetzt wieder, das wird wieder eine Weile dauern. So, kommen Sie mal bitte, gehen Sie mal bitte. Schließen Sie mal bitte. Freigabe machen wir mal zu. Dass das ja nicht ewig schon 3 Tage dauert. Ja, hinten an der Tür hängt es natürlich wieder. Machen wir schon mal Warmblinger aus. Sehr gut. Immerhin hat funktioniert. Und dann geht's weiter. Juhu, so. Da gibt's auch schon wieder einen Haltewunsch. Paulanergasse. Ich muss hier bremsen, weil wir haben Rot. Gottes Willen, das war knapp. So, die Paulanergasse, das ist dann aber auch schon unsere Endstation, die ich hier anfahre. Also eigentlich nicht, aber die ich für euch anfahren darf. Ja, wie gesagt, ist halt noch nicht alles ganz fertig, obwohl ich bin eigentlich schon einmal komplett gefahren. Das geht eigentlich, aber wie gesagt, wie es gerade eben schon oder ihr seht es ja auch selber, wir haben momentan wenig KI-Verkehr, das soll halt alles noch kommen, ne? Aber ansonsten, ja, ist das eigentlich soweit schon mal ganz ordentlich, muss man wirklich lassen. So, wir haben grün, let's go. Hier Richtung Paulanergasse. Unsere aktuelle Endhaltestelle. Oh, bitte aufpassen hier, nicht, dass wir hier wieder über Rot drüber zeschen. Ja, weil ich habe jetzt theoretisch Rot, aber egal, ich war jetzt drüber. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, ihr leckt es ein bisschen, weil hier kommen wir in ein neues Gebiet rein. Ja, machen wir langsam. Ihr müsst nicht laufen, alles gut, alles gut. Ich komme schon, so ist es ja nett, ne? Muss jetzt nicht unbedingt sein, ja. So, beziehungsweise machen wir jetzt mal alles auf hier. Sehr schön. So. Stehen wir mal auf hier. Servus, Grüße, Mahlzeit. So, das ist also dementsprechend jetzt hier unsere Endhaltestelle. Erstmal die Paulaner Straße. Ihr seht das Ganze auch hier. Ne, die Blinker, das Licht, alles wird angezeigt. Grüße. Natürlich, die KI-Leute sind teilweise ein bisschen, wie soll man sagen, ähnlich. Ne? Aber es gibt trotzdem eine extrem viel Auswahl, auch viel unterschiedliche Auswahl, dass man nicht denkt, okay, das ist jetzt der Zwillingsbruder vom Zwillingsbruder vom Zwillingsbruder. Ne? Ein klassischer Fall. Aber ihr seht hier, wir könnten hier jetzt einsteigen. Grüße. Na, alles schicki. Ich hoffe doch. Ne? Und genauso von hier hinten sieht man das Ganze auch nochmal. Ne, Bremslichter, auch hier sind die Blinker aktiv. Man kann sich theoretisch auch in dieser Welt hier, man kann hier auch einfach rumgehen, wenn man das will, ne? Aber da kann man halt an sich nichts machen, ne? Das ist ja klar, das ist ja die Straßenbahnsimulation und nicht eine Stadtsimulation, ne? Klar. Soweit wir vorne sind, hören wir natürlich auch das Geklicke vom Cockpit. Ich weiß nicht, ob das nochmal geändert wird, aber ne, wir sehen hier, obwohl wir sind hier in der Meierhofer Gasse. Okay, das haut noch nicht so ganz hin, weil angeblich wäre ich ja hier Paulanerstraße. Aber laut Anzeige, Moment. Servus. Bin ich da eigentlich richtig hier, oder? Paulanergasse? Ja doch, Paulanergasse. Steht nur in dem Falle, Mahlzeit, steht hier nur momentan nicht mit drauf. Gut, das sind dann halt so diese kleineren Probleme. Ah, hier steht Paulanergasse mit drauf. Naja, gut. Ne, das sind halt noch diese Kleinigkeiten, die hier noch gefixt werden müssen, ne? Dass das halt so hinhaut, wie es hinhaut.
Aber ansonsten passt das soweit schon mal. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch, wie gesagt, gefallen. Das Spiel kommt relativ zeitnah raus. Ne, also so lange dauert es gar nicht mehr. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht erstmal ein guter Einblick gewesen. Ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Aber ich glaube, selbst für mich, der ein kompletter Casual-Dulli ist, ich habe hier Spaß dran und ich kann das Ding bedienen. Ja. Ich habe so meine Probleme mit den Signalen, ja, aber ansonsten kann ich das Ding bedienen. Also wirklich ein sehr schöner Simulator. Gefällt mir soweit. Lasst mir eure Meinung in die Kommentare gerne da. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage in dem Falle, das war das Falsche. Entschuldigung, wo ist denn jetzt hier die Kameraperspektive? Ja, ich bedanke mich und wir sehen uns dann dementsprechend beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, tschüssikowski.